Eigentlich war es ja ein Stream, der ist nur Twitch wieder abgeschmiert. Hallöchen, Schlamuffen. Es ist nur wieder Twitch mal abgeschmiert, wie immer. So zwischendrin. Das war ja nur einer. Er zählt nur als einer. Oh. Hallo Sunny und Schlamuffen. Hallöchen alle zusammen. Hallo Keskor. Also wer League of Legends gespielt hat, dem sagen die Charaktere wahrscheinlich was. Mir sagen sie nichts. Mich interessiert das Spiel nicht wegen League of Legends, sondern weil es von den Battle Chase-Machern entwickelt wurde. Und Battle Chaser, ihr könnt euch noch daran erinnern, haben außer den Endboss alles gepackt. War ein super geiles Spiel und das ist auch storybasiert. Deswegen interessiert mich das ja auch. Mit den Charakteren wird es natürlich für mich ein bisschen schwierig, weil ich natürlich mit dem ganzen Genre nichts zu tun habe. Aber wir lassen uns mal drauf ein und ich freue mich drauf. Es gibt ja jetzt auch eine Serie auf Netflix. Ich gucke normal nicht sowas, aber ich glaube, die gucke ich mir auch mal an. Nennt sich Arcane. Ist auch von League of Legends. Soll sehr gut sein. Ich bin mal gespannt. Gucke ich mir auch mal an. Hallöchen, Bishop. Habe ich noch irgendwen vergessen? Nee, Sunny habe ich, Schlamuffen habe ich, Kesko habe ich. Alle habe ich. Und Chefin. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Auf viel ändern. So. Oh. Ah, dann sagen dir die Charaktere vielleicht auch alle was. Wir spielen auf heldenhaft natürlich. Ne, wir spielen auf normal. Wir spielen mit dem Schwierigkeitsgrad. Ne, okay. Stundenlang. Muss so. Ja, dann kennst du ja vielleicht die Charaktere. In Bilgewasser gibt es echte Monster. Und die Orte.
Als ich jung war, hat ein Feigling namens Gangplank meine Mutter ermordet. Er schoss auf mich und überließ mich dem Tod. Es gab keinen Prozess. In Bilgewasser war er das Gesetz. Ich jagte ihn, tötete seine Männer und dann sah ich, wie Gangplank starb in den brennenden Fluten. Aber es gibt noch immer Monster. Das Volk der Buru hat diese Inseln jahrhundertelang vor den Schlimmsten beschützt. Aber auch sie fürchten die Graunächte. Angriffe durch einen tödlichen schwarzen Nebel von unseren untoten Nachbarn auf den Schatteninseln. Jedes Mal kehrt die Graunacht stärker zurück, während die Buru sich entfernen. Wie lange helfen uns noch Gebete und Magie? Meine Monster sind aus Fleisch und Blut. Ich fürchte sie nicht. Ich fürchte nur eines. Einer von ihnen zu werden. Ein Landschwertschatten, um Gottes Willen. Willst du, dass ich nach einer halben Stunde einschlafe, Bishop? Das ist überhaupt nichts für mich. Nein, 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 nein. Da gibt es bestimmt genug andere Streamer, die das streamen. Oh. Das ist einfach nicht. Simulation, sie wirst du selten bei mir sehen. Aber das weißt du ja, glaube ich, auch. Und ich weiß, ich habe es Kappa gesehen. Sieht fast ruhig aus von hier oben. Wenn ich es nicht besser wüsste. Ich glaube, das Spiel ist was schon mal was für Dapra. Lecker. Hübsches. Guten Morgen, Captain. Euer Gast ist hier. Raven, weißt du noch, als wir uns nahmen, was wir wollten und uns nichts aufhalten konnte? Wie sorglos wir waren. Und sieh uns jetzt an. Wir haben Termine und versuchen unseren Diplomatie. Naja, zumindest gibt's in unserer Diplomatie auch noch Waffen. Das mag sein, aber als er Räuberkönig war, benutzte Gangplank nur Pistolen. Wenn ich die Banden mit Gewalt vereine, sieht mich die Stadt dann noch als Retter? Gangplank war ein Tyrann, Sarah. Du bist stark, aber nicht grausam. Ich bin stolz, dein erster Maat zu sein. Und der Rest der Crew ist stolz, dass du unser Captain bist. Die Banden werden dir folgen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sie können mir nicht folgen, wenn sie tot sind. Hoffentlich kann ich sie umstimmen, bevor es dazu kommt. Manche Hunde hören erst, wenn man sie prügelt. Also gut. Lassen wir Captain Thorn nicht länger warten. Aber hübsch gemacht, ne? Also das gefällt mir schon mal grafisch sehr gut. Und der Aufmachung hier gefällt mir. So, Raven. Was Charakter bewegen die? Ah, sprinten. Okay. Spiele ist die Misty Fortune. Bei den Rübenpreisen lohnt sich das gar nicht. Ah, so kann man ein bisschen gucken. Ah, okay. Kann man interagieren. 2 Gold. Yay, ich bin reich. Das ist so ein Witcher-System hier. 5-mal mittelstarker Heiltrank mit dem... Das gibt es halt in den... Ne? Das macht halt so ein bisschen... Aber ist cool. Dann weiß ich wenigstens, wo ich suchen muss. Die kann ich doch... Achso, die kann ich so durchsuchen. Geld, Geld, Geld. So. So, jetzt muss ich mich erstmal umgewöhnen hier mit dem Laufen. Dass ich hier die Tastatur brauche. Sekunde kurz. Eieiei, gerade mal wieder eine kleine Niesattacke. Ja, moin. Lass mal genau umschauen hier. Oh. Gang.
dachte, mein Hass würde mit dir sterben. Ich lag falsch. Captain? Ich habe immer noch die Kugeln in meiner Brust. Gangplank zu töten hat nicht gereicht, Ruffen. Aber du hast ihn besiegt. Du atmest noch und er liegt zerfetzt auf dem Meeresboden. Diese Kugeln sind nur kleine Andenken. Ich wünschte, sie würden mich nicht so sehr daran erinnern. Geht's auf jeden Fall noch weiter? Jetzt quatschen wir erstmal mit dem da. Mit dem kann ich reden. Keine besonderen Vorkommnisse, Captain. Da komme ich nicht rein. Da komme ich rein. Da geht's an. Jetzt gucken wir erstmal hier. Was ist das denn hier? Oha. Kneipe oder was? Gangplank war ein Mörder, doch vor allem war er ein Betrüger. Er spann Geschichten. Oh wow. Auf jeden Fall ist hier was zu looten. Das ist schon mal wichtig. Loot ist, tut gut und so. Ihr wisst Bescheid. Fünfmal mittelstarker Heiltrank. Okay, mehr gibt's hier nicht. Weiter geht's. Tja, siehst du mal. Moin, Kelly. Wir müssen uns gar nicht erst groß hocharbeiten oder hochschlafen. Einfach zack, Charakter. Mr. Legendary. Mrs. Legendary. Ich hab keine Ahnung. Gleich mal Chefin sein, okay? Ich sehe, hast du ein wenig umgeräumt. Was soll ich sagen? Hier fehlte ein weiblicher Einfluss. Ich glaube, der vorige Besitzer hat nichts dagegen. Wohl nicht. Du hast ihn ja genau wie den Rest der Versammlung mit Blei vollgepumpt. Bist du hier, um zu verhandeln, Captain Thorn, oder um meine Einrichtung zu kritisieren? Hast du über mein Angebot nachgedacht? Angebot? Mein Geschäft soll ich abtreten. Meine Flotte, meine Männer. Sonst? Miss Fortune, du hast zwar Gangplank getötet und sein Anwesen gestohlen, aber meine Königin bist du deshalb nicht. Geht's dir gut, Kelly? Alles okay? Schön, dass du da bist. Oha. Gibt's erstmal Azure. In meinen Augen ist Bilgewasser noch zu haben. Also lass gut sein, Mädchen. Du weißt, ich würde dieses hübsche Gesicht nur ungern entstellen. So viel zur Diplomatie. Weißt du, Raffen, so langsam macht mir das Spaß. Oha, Kampf? Geil. Kampf mit mehreren Wellen. Kampfgrundlagen. Oh, toll. Wer braucht sowas? Wenn du in der Welt auf Gegner stößt oder bestimmte Punkte der Geschichte erreicht, wird eine Kampfbegegnung eingeleitet. Tja, ist in der Arbeit, ne? Kelly, das geht nicht von heute auf morgen, aber das wird irgendwann wieder. Hoffe ich doch. Auf den Kämpferkarten werden wichtige Werte wie Stufe, Leben und Mana angezeigt. Ja, das ist ja das ist schon mal... Initiativleiste zeigt an, in welcher Reihenfolge die Kämpfer ihre Aktion ausführen. Scheiße. Wenn dein Kämpfer an der Reihe ist, kannst du eine der vielen verschiedenen Kampffertigkeiten ausführen. Sofortfähigkeiten kosten kein Mana und werden sofort nach Zielbestätigung ausgeführt. Nur ein bisschen müde. Ah, oh, das ist ja normal bei dem ganzen Stress, den man hat. Und vor allen Dingen bei dem Wetter. Ist ja schon wieder 16 Uhr, ist duster. Nee, leider nicht so schnell. Das, was ich habe, dauert seine Zeit. Aber das kriege ich auch wieder in den Griff. Da bin ich ganz guter Dinge. Fähigkeiten kosten Mana und haben eine Ausführungszeit. Achte bei der Auswahl der Fähigkeiten auf die Reihenfolge der Kämpfer. Schließe die Kampfwelle ab, indem du alle Gegner besiegst.
Ja, nichts leichter als das, ne? Und wie ging das jetzt? Verursacht 55 Schaden, generiert 10 über, bewirkt sprunghaft. Verringert sämtliche erlittenen Schaden um 40%, okay. Lane. Hat jetzt irgendjemand aufgepasst? Wirkt das erst besiegt? Dein Optimismus, der Arbeit hätte, die Zeit geht schnell rum. Der Heizhund. Das klingt lustig. So. War doch irgendwas, wenn ihr sprunghaft belegt ist. Da, hier, da. Hast du was? Bitteschön. Ja, erstes weg. Die erste Lane kosten Mana. Lieber sofort nicht. Okay, verstehe. Ja, dann reicht der normale Schuss. Ah, oben siehst du immer, wie viele Wellen es gibt. Generiere Überladung, wenn du bestimmte Sofortfähigkeiten ausführst. Beladungen sind vorübergehende Bonus-Mana, das ausschließlich zum Ausführen von Lane-Fähigkeiten während einer Begegnung verwendet werden kann. Wenn du über wenig Mana verfügst, sollst du Überladungen generieren, um im Kampf zu bleiben. Okay. Ich generiere Überladungen. Generiere 10 Überladungen. Ja, dann. Let's go. Ah, das Rote sind dann die Überladungen hier. Links unten. Das ist in den 65 Mana und 30 Überladungen. Ah, ich kapiere. Okay, verstehe. Verstehe. Das heißt, wir haben jetzt voll viel. War er jetzt sprunghaft dabei? Ich weiß gar nicht. Wirkt sprunghaft, doch. Da kann ich eigentlich das da reinballern. Und damit ist er tot. Wie war das gleiche? Ich werde kein Captain sein. Wenn Schlamuffen sagt, ich bin die Chefin, dann bin ich die Chefin. Ganz einfach. Weiße Essenz, eine Auswahl an gewöhnlichen Materialien, die zum Verzaubern genutzt werden. Ich sehe das als deine offizielle Kapitulation. Das Syndikat wird dir nie folgen. Hast du gehört? Eher sterbe ich.
Verstehe. Was ist mit euch, Jungs? Spricht der Captain für euch alle? Nun ja, Captain Thorn. Ich glaube, diese Unterhaltung ist vertagt. Und der Rest von euch, willkommen an Bord. Beweist eure Treue und ihr werdet belohnt. Hintergeht mich oder flüstert nur den Namen Gangplank und ihr kommt zu eurem ehemaligen Captain in die Kiste. Verstanden? Jawohl, Captain! Wieder erfolgreich rekrutiert. Bis auf ein paar sture Verweigerer ist das Syndikat auf unserer Seite. Ihre Schiffe, ihre Waffen. Aber keine ihrer Anführer. Noch nicht. Und wenn ich jedem Kapitän zwischen der Werft und dem Schlachterhafen eine Kugel verpassen muss, ich mache es ihnen schon klar. Bilgewasser gehört Sarah Fortune. Später am Abend. Ruffen? Vorsicht, der Gegner besitzt einen Buff namens Scharfe Nebelbombe, die bei seinem Tod explodiert und Schaden verursacht. Entschärfe sie rechtzeitig mit einer Tempo-Lane-Fähigkeit. Bei der Wahl der Lane-Fähigkeiten kannst du mit Hilfe der Tasten Lane hoch und Lane runter von der standardmäßig ausgewählten normalen Lane zu Tempo-Lane oder Schadenslane wechseln. Ach du Schreck. Wird eine Fähigkeit in der Tempo-Lane ausgeführt, verringert sich ihre Ausführungszeit. Sie kann schneller eingesetzt werden, aber sie hat eine schwächere Wirkung. Wird eine Fähigkeit in der Schadenslane ausgeführt, erhöht sich ihre Ausführungszeit. Sie wird langsamer eingesetzt, aber sie hat eine stärkere Wirkung. Achte auf die Mechaniken des Gegners und wechsle im Kampf die Lane, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Ach du Scheibenkleister. Okay, wer hat aufgepasst? Ah. Nimm den roten Draht. Normale Lane, Schadenslane, Tempo-Lane. Ah. So. Ja, ich hab voll den Durchblick, Leute. Tempo-Lane, normaler Lane, Schadenslane. Ah, verstehe. Okay. Dann ist ja alles klar. Mhm. Okay. Es gibt auch noch unterschiedliche, ja. Der schwarze Nebel. Wie ist das möglich? Den Nebel bekämpfen, um Überlebende finden. Da ist ja gar nichts explodiert, ne? Ich hab's ja auch entschärft. Hallo? Meinst du, ich lasse hier einfach alles in die Luft fliegen? Ist aber dunkel hier auf einmal, ey. Du hast deine Kampfbegegnung begonnen, während du dich in einer Gefahr namens giftiger Nebel befindest. Dadurch ist ein Gefahrenbereich auf der Initiativleiste erschienen, der sich mit dem Kämpferporträt bewegt.
Kämpfer in deiner Gruppe, die den Bereich gelangen werden, anvisiert. Sobald der Bereich den Anfang der Leiste erreicht, werden alle deiner normalen anvisierten Kämpfer mit seinem Effekt belegt. Glücklicherweise kannst du mit Hilfe von Lane-Fähigkeiten Lanes wechseln, um Bereiche auf der Initiativleite zu betreten und sie wieder zu verlassen. Was? Ja, voll einfach. Achso, da unten, ja, sieht man hier. Ne? Das sind drei Lanes, Tempo, normal, Schaden und da sieht man dann den Giftscheiß da. Also normal darf ich nicht auf Dauer bleiben. Okay, verstehe. Jetzt hat doch jeder verstanden, oder? Ist doch ganz einfach. So, ne? Da ist das Giftsymbol. Ich weiche dem Giftding einfach aus, indem ich in die Tempolane gehe. Ist doch ganz einfach. Das ist doch. Oder? Hab ich doch richtig gemacht jetzt, ne? Hoffe ich doch. Fahrgiftiger Nebel. Da bin ich doch raus. Hä? Oder nicht? Hoffe ich doch. Dachte, ich bin aus der Lane raus. Jetzt bin ich wieder in der normalen Lane. Was? Das wird schon passen. Alles easy. Also, wäre jetzt für mich so... Da darf ich nicht sein, Gedöns. Ich könnte auch Heiltränke trinken. Ah ja. Okay. Ah, bin ich jetzt aus der Lane raus? Ne, ich glaube nicht, ne? Keine Ahnung. Aber ich krieg's eh nicht mehr ab, weil... Tempo-Line. No. Sieg. Schon tot, verdammt. Das ist schon wieder so ein Ding. Nee. Idiot. Ich war die... Naja. Nee. Ich hab falsch gemacht. Ich muss an dem Nebel vorbeispringen in der Lane. Das heißt, ich hätte die Schadenslane nehmen müssen, dass ich den giftigen Nebel ausweiche. Falsch gedacht. Tempolane war falsch, weil Tempolane bin ich noch in der Lane beim Giftnebel. Das heißt, ich muss die Schadenslane nehmen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Nämlich den da. Muss hinter den Nebel springen. Und schon kriege ich nämlich keinen Schaden. Ha! So funktioniert das. Nee, das ist nicht das Rote, sondern diese grüne Giftwolke. Glaube ich, oder? Hebel geht doch über die ganze Höhe. Also alle Lanes, oder? Verstehe ich da jetzt was falsch? Natürlich auch sein. Vielleicht verstehe ich es ja immer noch nicht. Aber wir werden es rausfinden, Leute. Irgendwann. Mir geht's gleich besser. Ein bisschen rum und ich bin so gut wie neu.
Nein, bitte nicht. Also wirklich kapieren tue ich es auch noch nicht. Kämpfe mit einer geisterhaften Hafenratte begonnen. Diese Gegner verfügen über den Buff Gestaltwandlung und können deinen Angriffen leichter ausweichen. Ja, also diese grüne Giftwolke da, vermute ich mal, ist dieser giftige Nebel. Dem muss ich ausweichen, also muss ich vorwärts springen. Vermute ich mal. Greife sie mit einer Tempolane-Fähigkeit an, um den Buff zu entfernen. Kampfmenü. Okay. Detailmodus kannst du zwischen der Initiative, Kämpfer und Details über ihre Fähigkeiten und Buffs zu sehen. Ja, siehst du, hier ist die Lane zum giftigen Nebel, Sunny. Und wenn ich auf der Lane bleibe, wirkt Spektralbiss. Okay. Das heißt, ich muss natürlich in die Lane im Schaden vorwärts. Also entweder normal. Tempo bringt mir, glaube ich, nichts. Ne, komme ich nicht da hinten dran. Schaden bin ich gleich hinten weg. Tschum. Da bin ich auch hinten dran. Aber was ist das Rote dann, wenn es so rot leuchtet? Darum leuchtet es rot nicht. Wahrscheinlich ist da die Gefahrenzone. Warte mal, ich muss, glaube ich, hinter das Ding rutschen, wie Sunny meinte. Ich krieg den. Boah. Jetzt habe ich gar nichts abgekriegt, okay. Stehe. Man muss komplett hinter diese rote Linie rutschen. Da kriegt man gar nichts ab, okay. Das, was Sunny gesagt hat, ist richtig. Man muss hinter diese rote Linie rutschen anscheinend. Puh. Jesus. Überfordert mich halt. Muss man ja denken bei dem Spiel. Das ist der Bereich des Giftnebels hier. Und den musst du überspringen. Kannst du nochmal im Detail angucken. Okay, jetzt sieht man das nicht mehr. Wirkt Spektralheuler. Okay, verstanden. Das heißt, wir gehen jetzt in der Tempolane, um das auszubüchsen hier. Okay. Nicht denken. Nee, das ist nichts für Zwerge. Ich gehe wieder auf. Vielen Dank, Captain. Ich war so gut wie tot. Captain, wo ist Raven? Raven? Raven. War gerade noch hier. Weit kann er nicht sein. Gucken wir erstmal. Gibt es da bestimmt ein Inventory oder sowas, oder? Menü. Egal, werden wir schon rausfinden. Interagieren, Dungeon-Umgebung untersuchen, Detailmodus, Tranktasche öffnen. Oh. Ja, null? Ah, null.
Okay. Raven, was ist passiert? Lauf, lass mich zurück. Da ist wieder so ein Geistvieh. Vielleicht zwei. Daneben. Jetzt stehe ich im giftigen Nebel. Shit. Oder so. Willst du auch. Wieso ist das immer dasselbe Zimmer? Und, keine Ahnung. Sarah, Sie kamen quasi aus dem Nichts. Ich konnte Sie nicht... Nicht sprechen. Schone deine Kräfte. Ich dachte, wir hätten diese Dinger in Grauhafen erledigt. Ist das eine weitere Graunacht? Ich weiß es nicht. Aber wenn, dann werden wir Hilfe brauchen. Wir werden Illaoi brauchen. Okay. Gut, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, an die ganzen Lanes. Als nicht lol. Oh. Brüder und Schwestern, Bilgewasser hat einen neuen Gegner hervorgebracht. Die Göttin Nagakaburos hat ihn mir gezeigt. Offenbare ihn uns, Priesterin. Dieser Schlitzer vom Bluthafen schlachtet Männer in ihren Häusern und auf der Straße. Ich spüre die Angst und den Stillstand, den er bringt. Wir ehren die Schlangenmutter, führen die Bewegung fort und vertreiben ihn wieder. Preiset die Göttin. Priesterin, ich möchte für euch kämpfen. Ich bin bereit. Wirklich? Wenn du alles gibst, was du hast, erklärt dich die Schlangenmutter vielleicht für würdig. Wenn nicht, nimmt sie dir das Leben. Ich ergebe mich ihrem Willen. Unwürdig. Er ist stark, Priesterin. Er wird überleben. Möglich, wenn die Göttin es so will. Komm, unser Gegner wartet.
Hier ist alles in Bewegung. Nagakaburos meint es gut mit uns. Warum heißt ihr diese Fremden willkommen, Priesterin? Die Pailangi haben keinen Respekt vor der Göttin oder den Buru-Traditionen. Sie gehen ihren eigenen Weg. Sie kämpfen ums Überleben. Schließe dich ihnen an, lerne von ihnen. Vielleicht hast du sogar Spaß dabei. Sie haben viele interessante Verlangen. Oh, Schwester, ich habe gesehen, wie du dich in ihren Tavernen amüsierst. Keine Scham, das nächste Mal bin ich dabei. Und nun lass uns dem Rhythmus der Straße folgen. Ja, ich bin auch dabei. Womit? Hier, die Männer dort sprachen kürzlich von dem Mörder, den wir suchen. Wir werden draußen warten. Wir wollen den Gestank der Pailangi meiden. Dann bleibt mehr für mich. Komisch, aber ich hätte nicht gedacht, dass du LOL kennst. Klamufen, da hast du mich jetzt echt mit erwischt. Dass du LOLs geguckt hast oder League of Legends, das wundert mich. Also das passt gar nicht zu dir, zu deinem Charakter, den ich bisher kennengelernt habe. Also nicht, dass ich finde jetzt nicht, dass LOL negativ ist, aber das ist halt eine ganz andere Setup-Community. You know what I mean? Ilario ist der Gruppe beigetreten, Rolle heilende Schadenverteidigung. Ilarios kräftige Erscheinung wird nun von ihrem unerschütterlichen Glauben in den Schatten gestellt. Als Priesterin des großen Kraken setzt sie ein riesiges, goldenes Göttenbild ein, um den Seelen ihrer Widersacher die Kraft zu entziehen und ihre Verbündeten zu heilen und zu schützen. Jeder, der die Verkünderin der Wahrheit von Akaburus herausfordert, stellt fest, dass Ilario nie allein im Kampf zieht. Der Gott der Schlangeninseln kämpft an ihrer Seite. Da Ilario bei dem Buru aufgewachsen ist, kann sie deren Glyphen lesen und verstehen. Mit der Dungeon-Fähigkeit Tentakelhieb fügt Gegnern Schaden zu und ermöglicht es, ihr Kämpfe mit einem bereits aktiven Tentakel zu beginnen. Aber ich weiß nicht mehr so viel, glaube ich. Das Level lernt man nicht, ist wie Fahrradfahren. Als Priesterin von Akaburus kann Ilario sowohl ihre Gegner vernichten als auch ihre Verbündeten. Heilung ist immer gut. Ilarios Glaube an ihre Göttin ist unerschütterlich. Im Kampf beschwört sie Tentakel, mit denen sie ihre Gegner angreift und ihre Fähigkeiten verstärkt. Mit Hilfe von Herausforderungen kann Ilario ihre Gegner zwingen, sie direkt ihre Verbündeten anzugreifen. Ja gut, so kräftig wie die ist, ne? Das ist doch schon ein ordentlicher Brocken, ne? Da will man sich ja nicht unbedingt gerade mit anlegen. Gestank der Pailangi. Pailangi. Warum muss mein Volk so stur sein? Ach, was ich alles schon vergessen habe. Ja. Charaktermenü. Ach, hey, jetzt haben wir auch ein Inventar und Ausrüstung. Oha. Möchtest du die eine? Nein. Tutorial angucken? Nein. 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 Möchtest du ein Tutorial zur Verwendung dieses Menüs ansehen? Nein. Ich weiß, wie ein Tagebuch funktioniert. Danke, Spiel. Nein. Kein Tutorial. Ein Schiffskapitän finden. Na dann. Krimi möchte Tutorials. Nein. Kleiner Mann. Sag mir, wo finde ich den Schlitzer vom Bluthafen? Wer fragt? Ich bin Ilaum, Verkünderin der Wahrheit Nagakaburos, Champion der Buru. Aber sicher, meine Liebe.
Und ich bin der Flusskönig, Tam Kench. Mach die Fliege, du störst. Vielleicht ändert eine Demonstration meiner Stärke deine Meinung. Tut mir leid, ich leg mich nicht mit seltsamen Frauen in Tavernen an. Also bist du unwürdig? Oder nur verängstigt? Siehst du dieses Schwert? Es hat hunderte Männer getötet, die meisten größer als du. Warum gehst du nicht nach Hause? Oh. Entschuldigung, musste gerade auf dem Desktop. Ich hatte mehr von dir erwartet. Oh Mann. Das ist wieder so. Sorry. Stellt euch einer Verkünderin der Wahrheit. Waren Sie damit über den Bildschirm, um Ihre Spielfigur zu bewegen? Gewährt eine Chance von 50% einen Tentakel zu beschwören. Das machen wir doch mal. Alter Schwede, haut die mit dem Ding zu. Oh, cool. Ich hab da was an meiner Seite. Was haben wir denn in der Lane? Hält ein Ziel, ursacht. Ist alle Tentakel auf das Ziel erschlagen, die doppelten Schaden verursachen. Ja, dann mach mal. Du bist nur Futter für die Haie. Genau so. Also wenn ich so ein Ding auf den Kopf kriegen würde, wäre ich auch weg. Dafür hat die wesentlich weniger Leben als, wie hieß die Trulla? Naja, Miss Red Hat. Alter Schwede. Oh, das Ding tut weh, hä? Erwischt! Oh, wir haben 3 Tentakel hier. Ach ja, die machen jetzt mal Feierabend, würde ich sagen. Gehen mal in die Schadenslane rein. Lass ihn noch einmal zu und den bubbeln. Einmal noch. Du, eine Fleischwunde! Leben ist die Süße der Früchte und die Wonne des Kampfes. Währungsmittel bei Händlern. Rangstufe 1. Ja. Neue Fähigkeit Heilnebel. Heilt alle Verbündete um 39 Leben. Ja, gut. Mehr hast du nicht drauf? Genau. Ich fing gerade an, Spaß zu machen. Der Schlitzer vom Bluthafen. Raus damit! Niemand, den ich kenne, hat ihn gesehen. Angeblich schleicht er in den Gassen um die Tunnel herum. Man sagt, er wäre nicht lebendig. Nicht wirklich. Nicht lebendig? Seine Haut ist wie die eines Toten. Kalt. Und seine Augen sind leer. Wie ein Leichnam aus dem Meer. Eine Kreatur zwischen Leben und Tod. Eine Beleidigung der Göttin. Er hat eine Vorliebe für Kapitäne. Finde einen Kapitän und der Schlitzer wird nicht weit sein. Danke, kleiner Mann. Hey, willst du noch bleiben? Ich habe noch nie was mit einer Priesterin getrunken. Du bist zu leicht klein zu kriegen. Also es wird einem halt noch mal erklärt, wie funktioniert ein Inventar und so ein Quatsch. Hat brauche ich nicht wirklich. Ne? Die mag ich. Wir hörten den Lärm.
Meine neuen Pailangi-Freunde wollten nur die Tradition der Buru kennenlernen. Durchsuchen wir die Tunnel in der Nähe. Ist aber sogar zu dritt? Uiuiui. Möchtest du dir ein Tutorial zur Verwendung dieses Menüs ansehen? Siehst du, das meine ich. Wie funktioniert eine Map? Schon geil. Tunnel. In den Tunnel nach dem Schlitzer von Butaf. Da hinten sind die Tunnel. Aber die Kneipe. Und dann gehen wir mal da oben lang. Wie funktioniert eine Karte? Gut, vielleicht wissen das ja einige noch nicht, ne? Hm, weiß das nicht. Im Halten Regionskarte. Möchtest du dir das Tutorial ansehen? Das ist schön. Gefällt mir. So, du gehst in die Tunnel. Uff, darum beneide ich dich nicht. Das einzige Gute in diesem Schlitzer ist, dass wir in letzter Zeit viele frische Haifischköder haben. Na, dann gehen wir mal. Tunnel. Ist ja eigentlich auch so. So. Ja, das ist noch eine Kiste, warte mal. Hä? Hoppla. Wie denn hier? Wird nicht lange dauern. Glaube ich auch nicht. Das ist Gruppenheal. Singleheal. Aber können wir jetzt erstmal ein bisschen. Ihr seid Kopfhau. Nichts. Debuffs. Kämpfer können mit besonderen Status belegt werden. Debuffs können entfernt werden. Die Buru-Verbündeten in einer Gruppe verfügen über eine Läuterungsfähigkeit. Du kannst auch einen Neutralisierungstrank benutzen. Okay. Blutung habe ich drauf, ja. Ach, jetzt habe ich den da oben auch so gemacht, ich dödel. Ah, ich habe das verwechselt gerade. War ja erst bei ihm. Ah, das war jetzt schlau. Ach, Krimi. Versuch's halt nochmal. Das stimmt mich froh. Gott sei Dank sind die Gegner nicht am Anfang nicht so schwer, dass ich so... Oh, hoppla. Ja, oder so. Doppelheal. Warum nicht? Ich zeig dir mal was. Zeig mal. Ich dachte, ihr werdet stärker. So, war wohl nix. Stufenaufstieg. Fähigkeitsaufwertung freigeschalten. Okay.
Möchtest du ein Tutorial ansehen? Nein. Lane? Sofort? Den Teufel. Reden oder was? Passiv? Gut. Ich denke mal eher so die Heals, ne? Nimm mal das. Möchtest du dir ein Tutorial ansehen? Verringert Mana-Kosten? Hält jedes. Verringert Mana-Kosten um 50%. Das ist geil. Aber man kann es auch jederzeit wieder rausnehmen. Das finde ich schon mal gut. Wenn man sagt, nee, ich nehme doch lieber was anderes. Finde ich gut. Ja, hartnäckig halt, ne? So am Anfang so, ist okay. Kann ich mitleben. So, da hinten ist, gehen wir auf jeden Fall mal lang. Das ist ein Buch und irgendwas, was weiß ich, keine Ahnung. Let's large. Liebes Tagebuch, die Überfahrt zu den Schatteninseln erweist sich als kostspielig. Die Seeleute in Bilgewasser nähern sich ihren Ufern nicht freiwillig. Schatzsucher bezahlten stattdessen für die Überfahrt zu den Versorgungsstationen in der Nähe der Inselgruppe. Sie nehmen ihre kleinen Ruderboote mit und fahren dann selbst durch den schwarzen Nebel zu den Inseln hinaus. Auch ich sehe mich dazu gezwungen, muss Schatzsucherpreise bezahlen. Die Fahrt auf der frechen Freundin, dem Schiff, das mich zur Versorgungsstation brachte, hat mich mehr gekostet, als ich für meinen letzten Auftrag in Demakia bekam. Demakia? Ich verbringe hier eine Woche im Gasthaus und lerne, wie man ein kleines Ruderboot steuert. Ein mühseliges Unterfangen und beinahe zu viel verlangt von meinem stets geschonten Körper. Aber immerhin bekomme ich viel Neues zu sehen. Verliere die Hoffnung nicht. Alles wird gut gehen. Das ist die richtige Einstellung. Kommt schon wieder wer. Bist du würdig? Bist du würdig? Nö. Ihr seid nichts. So. Wieder mal ein bisschen aus der Lane rauskloppen. Ah ne, die kann nur heilen, ne? Dann klopp. Gute Vorbereitung ist alles. Ey. Wir bringen Bewegung. Jetzt ordentlich eine drauf. So, sie ist dran. Blutung ist weg. Sehr schön. Falle! Oh, was haben wir denn da gekriegt? Wüste. Oh, ich hätte nicht draufklicken sollen. Was haben wir denn hier noch? Gold. Ich glaube, hier komme ich nicht durch. Hier ist zu, ne? Ja. Dachte ich mir. Ich nehme eine Kiste hier. Ring der Entschlossenheit, beschwörter Messinggürtel. Ach je.
Das ist okay. Ring der Entschlossenheit. Schaden, Ausdauer anziehen. Als Schmuck. Modellansicht, Skins ansehen, Ausrüstung wechseln. Ist auf jeden Fall. Ja. Besser. Das zusätzliche Gewicht dieser Götzen kann manchmal Gegner betäuben. 20%ige Chance. Auch nicht schlecht. Das sieht jetzt auch, glaube ich, anders da aus. Das ist schon mal cool gemacht. Dass sich das optisch ein bisschen anpasst. Die Tentakel verwesen schon. Das hier? Schrein der Heilung. Jetzt? Alles ist in Bewegung. Wenn du mit einem Schrein interagiert hast, wird dir eine Gefälligkeit gewährt, die während der nächsten Kampfbegegnung... Ach so. Besonderer Bereich auf der Initiativleiste zu sehen ist. Ah! Da unten. Kämpfer in deiner Gruppe, die sich innerhalb dieses Bereichs befinden, erhalten Buffs, sobald er den Anfang der Initiativleiste erreicht. Macht nichts, wenn der Gegner in diesem Bereich, wenn Gegner in diesem Bereich gelangen. Die Gefälligkeiten werden nur deinen Gruppenmitgliedern gewährt. Verstehe. Das heißt, wir kriegen jetzt trotzdem einfach einen Heal. Testen das mal. Machen eh nichts Besonderes. Einfach mal draufklopfen. Erstmal mit normalen Schlägen. Bisschen Überladung generieren und so weiter. Du hättest verschwinden sollen. Schmeißen trotzdem mal einen Heal raus. Die hat mich ganz schön wenig Leben. Das ist es. Der auch. Hä? Ah, jetzt schmeißt du den Heal. Okay. Fast voll. Ne, taugt schon was. Der ist gut. Lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, die Lens auszupacken. Kippen sowieso schon um, die Jungs. Wir bringen Bewegung.
Molte. Sehr schön. So. Schwacher Mana drauf. So, wird für den Kristall mit kondensiertem Mana Pulver und was auch immer. Nicht schlecht. Okay. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier weiter, ne? Ja, da hinten auf jeden Fall nochmal in die Ecke rein. Ist auch noch eine Truhe. Die holen wir uns alle. Ist klar. Was dann? Moment. Was ist denn da oben? Da habe ich irgendwas vergessen. Ah ne, das war der Schrein. Das habe ich nicht vergessen. Du bist ja gefällt mir. Stellt euch einer Verkünderin der Wahrheit. Sind jetzt drei Stücker. Haben wir da Taschendieb, Banditin. Gehen wir direkt auf den Taschendieb und betäuben ihn. Jawohl, sehr schön. Blutung schon wieder. Okay. Schon fast tot, der Typ. Er darf nur mehr. Stirb, stirb, stirb! Ich bin dran. Wow. Erledigt. Warte mal, wir haben doch noch was in der Lane. Nee, das ist ein... Ach, das ist... Nee, Quatsch. Das ist sie da unten. Die ballert mal den... Oder er ballert mal den Taschendieb weg. Mhm. Dann machen wir den auch noch weg. Zurück ins Meer. Dann haben wir schon noch Ena. Licht der Göttin. Ich dachte, ihr werdet stärker. Nö, anscheinend nicht. Victory. Gewöhnliche Lederreste von Düsterwölfen werden zum Verzaubern genutzt. Okay. Level 4. Ein Aufwertungspunkt. Das ist immer gut. So, ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Ich bin gleich wieder da, ihr Lieben. Kurze Pause.
So. Fragezeichen? Hausbesetzer bleiben unter sich. Hm. Also gleich zwei Trupps hier. Ich kenne keine Angst. Kampf keine mit mehreren Müdigkeit, Wellen. Kein Innehalten. Ich auch nicht. Da wär's dran, sie. Hat sich gleich erstmal heilen. Nee, ich habe ja nur die Defense hochgeballert, ich Dödel. Quatsch, was mach ich denn da? Ich über die Lane mache, egal. Wurscht. Gebt euch wenigstens Mühe! Einen Augenblick. So, sie ist dran. Ruf da. Beide drauf. Bis du das runter hast, ist die nächste Blutung wieder da. Ha, gut gemacht. Von daher lieber erstmal die Mopels killen hier. Hier kriegt auch noch ein Heal. Ansonsten Druff auf die Bande. Wie gefällt es euch bisher, Leute? Chat. Hat was, ne? Ich habe ja Battle Chasers schon gemacht. Ich komme jetzt mit den Lanes noch nicht so. Nein, es ist nichts Schweres. Wenn man mehr auf Tempo geht, kommt man schneller zum Zug. Macht halt weniger Heilung oder weniger Schaden. Macht man eher auf normal. Klar, normal. Und geht mal auf die Schadenslane. Auch mal länger, um den Schlag bzw. die Heilung auszuführen, aber das ist dann kräftiger. Habe ich gecheckt. Nichts Schweres. Erste Welle weg. Zweite Welle. Find's schön. Ja, mir gefällt's auch, es ist grafisch auch sehr schön, finde ich. Also so dieser Comic-Look, der gefällt mir. Ziemlich gut, muss ich sagen. So schön wie in WoW. Das hast du jetzt aber nicht gesagt. Aber stimmt, die Videosequenzen sind ja auch schön. That's right.
K.O. Ich habe keine Geduld. Niemand sollte das. So, da ist noch eine Kiste. Hügelwasserkluft. Hat sich das jetzt optisch geändert? Genau. Willst du deine Zwergenmagiern vor? Du bist wahrscheinlich vor mir. Soll mal wieder Gas geben hier. Geht ja gar nicht. Sony gibt Gas. Und nur noch 12 Level. Naja, ich denke mal, ab 50 wird es dann etwas langsamer werden. Mit der Levelei. Aber das kriegen wir auch hin. 12 Level. Aber ich habe so viele Spiele. Ich weiß gar nicht, welches ich das spielen soll. Das Licht dieses Lamps und. Oh. Deine Erkundung wirst du Rastpunkte entdecken, an denen du dich zwischen Kampfbegegnungen ausruhen und deine Gruppe verwalten kannst. Die ist schon 52. Ach ey. Ich bin 48 oder 49 mit meinem Todesritter, ne? Rasten werden Leben und Mana deiner aktiven Gruppenmitglieder wiederhergestellt, das ist klar. Zehren einer Mahlzeit und Rasten gewährt deiner aktiven Gruppe außerdem eines von vielen Buffs, der bei nachfolgenden Kampfbegegnungen helfen kann. Das ist gut. Als besiegte Gegner erscheinen nach einer Rast wieder. Und nein, das ist ja wie in Dark Souls. Alles DLC nur noch Final Fantasy 14 spielen. Was? Das ist ja wie beim Leuchtfeuer in Dark Souls oder in Bloodborne. Ich hätte so Bock, Leute, wieder Bloodborne zu spielen, bevor hier Elden Ring rauskommt. Glaubt ihr das? Obwohl ich kein Dark Souls-Spieler bin, ich habe irgendwie voll Bock. Gell? Also ich hätte mal wieder Bock. So einen richtigen Deathcounter. Bitte, bitte nicht! Mit Bloodborne. So verängstigt, so allein. Aber Maus schreibt WoW falsch. Kann ich dich von meiner Liste streichen. Der war gut, Sunny. Und du wirst nichts mehr spüren. Nie mehr. Welche Liste? Ich hab dich noch nie zuvor gesehen. Ich bin gar kein Kapitän mehr. Ich war schon ewig nicht mehr auf See. Bitte. Ausgeburt. Stelle dich der Krakenpriesterin, wenn du es wagst. Dich zu töten wäre unterhaltsam, aber bedeutungslos. Nein. Verdammter. Glaubst du, ich lasse dir eine Wahl? Ich habe keine Angst. 293, oh ja, das kriegen wir hin. Wenn er jetzt nicht 300 Millionen Schaden macht. Oh, der kriegt gar keinen Schaden, das ist schlecht. Oh. Soll das etwa ein Kampf sein? Ich glaube, das ist nicht gewollt, dass man überhaupt eine Chance gegen den hat. Scheiße, Dalk. Da ist der erste schon tot. Erster Begleiter, Mitstreiter ist schon weg. Ja, meine ich ja, K.O., Entschuldigung. K.O.
zu langsam. Müsste ich gleich mal probieren. Ist nur wichtig, dass kein, nicht die ganze Gruppe stirbt, glaube ich. Kennen wir ja schon aus Battle Chasers. Versuch's gleich mal. Dann bräuchte ich irgendwie. Ne, habe ich leider. Geht leider nicht. Ne. Geht leider nicht. Ich müsste das mal auf die Schadenslane packen. Ich pack das immer auf die normale Lane. Blutung und Gift habe ich. Naja. 80 kritisch. Das tut weh, mein Freund. Hä? Jetzt guckst du aber, Blade. Jetzt liegst du gleich im Dreck. Gibt's bestimmt später auch Spells zu, Sunny. Schätze ich mal, dass ich den wiederholen kann. Ja, ich glaube, der Rest erledigt sich gerade von selber. Tschüss. Ich dachte, ihr werdet stärker. Victory. Das ist ziemlich cool. Level up. Ach stimmt, ich habe ja noch Attributsdinger. Neue Fähigkeit herausfordern. Zieh zwei Runde Angriffe auf sich. Es bitte stehen einem bei einem Treffer eine Tentakel zugeschult. Oh. Oh. Ich kann Tanky spielen. Stelle dich der Prüfung der Schlangenmutter. Du wirst ihr Urteil nicht überleben. Was hast du mit mir gemacht? Unmöglich. Du wurdest für würdig befunden, aber du bist ein Monster. Tja. Göttin, was wollt ihr mir damit zeigen? Die Schatteninsel. Gangplank. Eine große Prüfung. Priesterin. Göttin. Helft mir zu verstehen. Priesterin, seid ihr verletzt? Wie konnte uns der Ertrunkene entkommen? Die Göttin war ihm gewogen. Das verstehe ich nicht. Aber ihr müsst. Ihr seid die Verkünderin der Wahrheit. Der Wille der Schlangenmutter strömt durch euch. Vielleicht müsst ihr euch ausruhen. Ich brauche keine Ruhe. Kehrt zum Dorf zurück. Ich komme nach. Hm. Verkünderin der Wahrheit. Willkommen. Älteste, ich suche Rat. Sprich, mein Kind. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich wollte Bilgewasser von einer großen Gefahr befreien. Einem Feind, dessen Schatten für Angst und Stillstand auf den Straßen sorgte. Ja, das ist deine Aufgabe. Und du erfüllst sie redlich. Aber dieser Schlitzer vom Bluthafen. Ich habe ihn geprüft. Die Göttin hat ihn für würdig befunden. Seltsam, in der Tat. Das ergibt keinen Sinn. Er lebt nicht mal. Und die Untoten bringen Schande über unsere Göttin. Wie konnte er die Prüfung bestehen? Es war harte Arbeit, ihren Willen zu interpretieren. Doch das scheint falsch. Ich sollte die Göttin nicht anzweifeln. Bin ich vom Weg abgekommen? Mein Kind, der Wille der Schlangenmutter durchströmt alles. Nur wenn wir unserer Bestimmung folgen, erfüllt das Universum unser Schicksal. Sei für alles offen, dann wird sich dir ein Weg zeigen.
Aber habe ich ihren Willen missverstanden? Wenn dieses Monster würdig ist, wo lag ich noch falsch? Den Segen der Götter zu geben, wenn ihn jemand nicht verdient, das wäre Blasphemie. Vielleicht sollte ich als Verkünderin der Wahrheit zurücktreten. Rede doch keinen Unsinn, Illaoi. Ich habe dich in den Lehren von Nagakaburos unterrichtet, seit du ein Kind warst. Du bist stark und der Wille der Göttin fließt durch dich. Vertraue auf dein Urteilsvermögen. Und wenn ich mich irre, meine Vision, wie der schwarze Nebel alles verschlingt, etwas Schreckliches kommt und ich kann mir keine Ungewissheit leisten. Die Göttin zeigte mir eine Vision, aber ich brauche mehr. Ich brauche ihre Führung. Nur die Göttin kennt unser Schicksal. Es steht mir nicht zu, dich anzuweisen. Du musst deinen eigenen Weg finden. Es steht zu viel auf dem Spiel für Bilgewasser. Ich muss mir in meinem Vorgehen sicher sein, aber ich habe so viele Fragen. Dann frag! Auf der Suche nach Antworten findest du die Wahrheit, die anderen verborgen bleibt. Aber du musst dich auch in Geduld üben, Verkünderin der Wahrheit. Älteste, ich... Ja, Geduld. Ich werde über das Geschehene nachdenken und auf einen Weg hoffen. Schnell, Priesterin! Ich muss euch etwas zeigen. Geduld. Mhm. Das ist genau das Richtige für ein Zwerg. Ich brauche keine Ruhe. Dinge, die ich nie sagen will. Ja, ich auch nicht. Ich brauche sehr viel Ruhe. Oh. Der ist aber klein. Was für ein Mann. Das ist Illaoi. Sie ist unser Champion. Unsere Verkünderin der Wahrheit. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich bin Braum aus Freljord. Freljord? Dann bist du weit gereist. Meine Männer sagen, sie haben dich aus dem Wasser gezogen. Sie waren sehr freundlich zu mir. Gehen wir ein paar Schritte. Ich möchte mehr über dich erfahren. Ja, jetzt mach ich auch mal. Mal so einen kleinen Fisch aus dem Wasser zu ziehen. Eine schreckliche Krankheit hat Freljord überkommen. Und viele Kinder das Leben gekostet. Braum, du bist es wirklich? Ja. Und schau, ich habe einen Freund mitgebracht. Na, sei tapfer und pass gut auf ihn auf, bis ich wiederkomme. Werde ich. Ruh dich aus. Braum wird bestimmt ein Heilmittel finden. Ich gebe dir mein Wort. Braum, du versprichst das Unmögliche. Dein Herz ist rein, aber die Krankheit breitet sich aus. Für Braum ist nichts unmöglich. Freljord ist mein Zuhause. Diese Leute sind meine Familie. Sag mir, was muss ich tun? Als ich noch klein war, erzählte mein Vater immer von den gesegneten Inseln. Dort gäbe es ein Wasser, das jede Krankheit heilen sollte. Aber Braum, die Insel wurde zerstört durch den schwarzen Nebel. Schatteninseln werden sie seither genannt. Gefährlich dort. Sogar für dich. Und wer weiß, ob dieses Wasser überhaupt existiert. Manchmal ist eine Geschichte nur eine Geschichte. Braum kehrt zurück mit dem gesegneten Wasser. Dann werden sie Lieder über ihn singen, ha? Thank you.
Du hast gegen den schwarzen Nebel gekämpft? Wirklich? Ja, und ich würde es wieder tun. Naja, sobald ich ein größeres Boot finde. Im Kampf gegen den Nebel ging mein Schild verloren. Er ist mir sehr wichtig. Ich werde alles tun, um ihn zurückzuholen. Ilaoi, wir überbringen nur eine Nachricht von Captain Fortune. Wir suchen keinen Streit. Und? Wie lautet die Nachricht? Sie bittet um eine Audienz. Sie sagt, naja, dass der schwarze Nebel zurückgekommen ist. Was? Der schwarze Nebel, er ist zurück. Danke, Braun. Sie erwartet dich. Komm mit uns. Ich kenne den Weg. Meine Freundin, uns hat wohl das Schicksal zusammengeführt. Das ist nicht dein Kampf. Als Verkünderin der Wahrheit ist es meine Pflicht, den Nebel zurückzudrängen. Und doch ist dein Erscheinen kein Zufall. Da bin ich mir sicher. Vielleicht ist es das Zeichen, das ich suche. Wenn ich dir helfe, erfahre ich vielleicht mehr über das Heilmittel und kann mich für die Freundlichkeit erkenntlich zeigen. Dein Wunsch ist stark. Ich werde dich nicht aufhalten. Mal sehen, was Sarah Fortune weiß. Ich hab's erstmal suchen müssen, aber jetzt, ja, das Plüschi. Braum ist der Gruppe beigetreten. Rolle Verteidigung, Störung, Buffs. Braum ist ein eisgeborener und geliebter Held Freljords. Ist mit einem massiven Bizeps und noch einem noch größeren Herzen gesegnet. Jetzt sieht man es auch auf der linken Schulterhocken. Ich habe da erst gar nicht drauf geachtet. Er setzt seinen riesigen Schild zum Schutz seiner Verbündeten ein und lässt nicht zu, dass ihm jemand Leid zufügt. In seiner eisigen Heimat werden Braums Taten in Sagen besungen. Doch in Billigwasser ist er nur ein einfaches Reisender, der sein Volk von der Krankheit befreien möchte, die es befallen hat. Ja, das ist schon putzig, das Vieh, ne? Braum hat einen Poro-Freund dabei, der kleine Felsspalten untersuchen und darin gefundene Gegenstände herausholen kann. Das ist ein Poro. Seine Dungeon-Fähigkeit Schildramme fügt Gegnern Schaden zu und fügt Erschütterung auf sie, bevor sie den Kampf einleitet. Schildramme ist sogar stark genug, um bestimmte Wände einzureißen. Krass. Kampfmechaniken. Der starke und zähe Braum ist besonders gut darin, gegnerische Angriffe abzuwehren. Während er seine Fähigkeit ausführt, leidet er weniger Schaden. Hilfe von unverwüstlich lenkt er die Aufmerksamkeit von Gegnern weg von seinen Freunden hin zu seinem mächtigen Schild. Braums Fähigkeit erschütternder Hieb fügt Erschütterung auf Gegner. Leidet diesen im Anschluss Schaden, bauen sie Steigerungen von Erschütterung auf, ihnen nach dem Erreichen ihres Maximums erneut Schaden zu fügen und sie betäuben. Oh ja. Okay. Miss Fortune in ihrem Anwesen treffen. Na dann. Richtung Flottenabfrag. Hä? Miss Fortune in ihrem Anwesen. Da ist auf jeden Fall ein bisschen, das ist ein Angel, da ist irgendwie ein Schiff, ein Fisch. Ebenenmarkt. Wir latschen mal. Wollen Sie ein Tutorial? Ja, bitte. Ah, da hinten muss ich hin. Richtung Flottenstraße. Irgendwann, dass ich da raus muss, ne? Aber jetzt gucken wir gerade mal, was da unten noch ist. Da ist noch eine Truhe und so. Den kann man auch aus. Ach, den kann man auch aktiv spielen. Na gut, dann nehme ich. Was bist du denn? Rinderkrabbe krabbelt ungestört auf dem Deck herum. Niemand scheint das zu kümmern. So.
Das ist dieser Angler. Ärgere mich nicht so. Wäre fast ins Wasser. Nee, das ist er nicht. Da steht nebendran irgendwie. Ach, da hier. Anglöcher, wie viele findest du auf der, an diesen Orten, bist du vor Gegnern und das ist ja wie in Dings, wie in, ich glaube in Battle Chasers war das auch, dem Angeln. Zum Angeln gehst du an den Rand eines Gewässers und drückst die Interagieren-Taste. Hängt davon ab, wann du die Taste bestätigst, ist lila, ne? Wenn nötig kannst du, ja, überall gibt's Angeln, Sunny. Wenn nötig kannst du deine Leine anpassen, ein Stückweise einen im, ja? Dann holst du ihn ein, die ja. Was ist denn hier? Keine Ahnung. Gab's doch in Battle Chasers auch. Jo, mach jetzt. Das weiß ich echt in 2 Minuten alles nicht mehr. So. Dafür müsste ich aber erstmal eine Angel haben, ne? Du musst eine Route und einen Köder ausrichten. Habe ich ja noch gar nicht. Keine Sorge. Wir haben noch keine Angel, Sunny. Ich glaube, Sunny wird vom Angeln verfolgt. Gegenstände verkaufen. Zu toll ansehen. Schon lange nicht mehr. Gibt's hier irgendwie was mit Schrott verkaufen? Brauchst du anscheinend alles. Hm. Oh. Hier kann ich eine Angel kaufen. Wichtig. Kleiner Wurm. Jetzt kann ich angeln, Sunny. schön. So, drücke. Moment. F. Das. Köder. Kleiner Wurm. Jetzt aber. Oh. So. Da sind ja die Fische zu sehen hier. Na komm her, mein Freund. Beiß an. Du siehst ihn doch schon. Na, er kommt näher. Ah, ich hab's verkackt. Moment. Ach Gott. Okay, das muss ich erstmal noch begreifen. Dem Einholen wieder. Hätte ich denn nur einholen müssen? Verdammt. Kann nicht so viel kaufen mischen. Mischen. Okay.
Jahre so angesagt, New World Skyrim, Neufassung, überall Angler. Ja, seid so zäh, Hallöchen, wunderschön. Aber das war ja schon in Battle Chasers so. Das ist ja nichts Neues. Das kenne ich noch in Battle Chasers mit dem Angeln. Da ist jetzt keine Überraschung, dass das hier auch wieder drin ist. Also für mich zumindest nicht. Das Köpfchen guckt raus, schnapp mit dir, komm. Kommst nicht weit, zack. Zwergtintenfisch der Schlangeninsel. Aber wenn das nicht so weit weg ist, dann kriegst du die auch schnell rein. Wenn die sich sträuben, wie sie wollen. Neonqualle. Und du hast Mews of Empires vergessen, CM. Das spiele ich aktuell, da gibt's auch Angeln. Das habe ich allerdings noch nicht gerafft. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du da bist. Ich glaube, das wird nichts, oder? Zu weit jetzt schon reinkommen. Mit. Holt ihn euch, Babys. Wenn meine Fische einfach keinen Bock haben. Ach so funktioniert das. Warte mal. Steuern. Schnapp ihn dir, Tiger. Guter Fall. Yay. Blauflammenbarsch. Okay, das war jetzt nicht so. Den jemand schnappt? Oh, Tatsache. War ja easy. Laufflammen-Guppi. Oh, jetzt ein bisschen weit. Da oben ist ja noch einer. Den schnappen wir uns jetzt auch mal. Man kann sozusagen den ganzen Teich leer angeln und irgendwie, ja, wenn man da Bock drauf hat, kann man sich da gemütliche Angler-Session draus machen.
wenn man mal keinen Bock auf Kämpfen hat. Das finde ich immer ganz angenehm. Was du willst, ich krieg dich sowieso. Also die anderen drei Würmer kann ich dann natürlich wieder verkaufen. Ah, das war jetzt zu weit hinten wahrscheinlich, verdammt. Egal. Gehen wir mal weiter am Angeln oder später noch ein bisschen, bevor mir hier mein Chat einschläft. Aber dann können wir nochmal zum Angler gehen und die anderen drei, was dann sozusagen einmal die Würmer. Okay. Kann man sich dann wahrscheinlich noch bessere holen. Ich dachte, die verbraten sich, deswegen habe ich gleich mehr Stacks geholt. Aber dem ist ja anscheinend nicht so, ne? Wenn ich das so sehe. Schnarch. Möchtest du Tutorial ansehen? Ach doch, man verbrät. Nee, doch nicht. Schon sein. Also, es wird immer ein. Das finde ich gut nett in dem Spiel. Das ist immer ein Tutorial. Wow. Ist schon am Schlafen. Angel ist doch toll. Ich meine nicht so. So, warte mal. Dann gehen wir noch die Schatztruhe holen, dann gehen wir mal weiter. Chat schläft ein. Schlafen ist auch toll, ja. Stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht, Schlammoffen. Wir haben heute Morgen schon knapp 5 Stunden gemacht. Jetzt machen wir jetzt heute noch ein bisschen. Mal gucken. Bis ich keinen Bock mehr habe. Oder bis mich der Hunger überkommt. Okay. Schlafen ist mein Stichwort. Ach, Schluss für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß. Alles klar, Kisko, dann schlaf schön. Gute Nacht. Und, Bass. Ja, ich weiß auch nicht, was mit den Alerts momentan los ist. Keine Ahnung. Und Bass, Dankeschön für den 6. Monat. Hui, schreibt er. Ja, Bass ist anscheinend auch kaputt. Irgendwie sind viele kaputt. Viele Alerts von den Leuten. Ich weiß nicht, ich muss das ganze Ding nochmal resetten. Ich weiß es nicht, was da los ist. Ich hab keine Ahnung. Das ist auch schon das halbe Jahr, mein lieber Mann. Er ist runden. So. Ne, irgendwie spinnst du in letzter Zeit einfach. Warum? Don't know. Wie geht's dir? Wie steht's, mein Lieber? Da können wir eigentlich den da verkaufen. Imdon hat es put gemacht. Ja, es gibt Ausrufezeichen put. Kannst du auch mal benutzen. Sugar. Es gibt tatsächlich einen Befehl dafür. Und Hallöchen. Ach, Chefin. Chefin hat's kaputt gemacht. Die Tür ist verschlossen. Genau, so funktioniert's gut. Hat natürlich einen Timer drauf, ein bisschen, ne? Nee, passt schon, aber da ist ja Timer drauf. Chefin hat's ja gerade gemacht.
Jevin hat's kaputt gemacht. Weiß gar nicht, eine Minute oder so, 30 Sekunden, kein Plan. Generell war es richtig, wie du es eingegeben hast. Ja. Was meinst du, Maurice? Die übliche Gebühr, der will mir Geld abschreiben. Hey, mir geht's prima, hatte heute mal frei, sehr gut. Der prätiert das jetzt mal als stille Zustimmung. Bist doch nicht von den Widerhaken, oder? Deine Truppe kommt auch ohne Aufzug überall hin. Du hast hier keinen Zutritt. Wir gehören keiner Bande an. Natürlich nicht, aber wenn ich mich umdrehe, habe ich ein Messer im Rücken. Du bist an die Zähne bewaffnet und ich soll glauben, dass du nur ein gewöhnlicher Seemann bist? Ja, sicher. Wie hoch ist die Gebühr? Nur die übliche Gebühr fürs Erste und ein bisschen extra, weil wir glauben, dass du ein Widerhaken bist, sagt er. 1000 Schlangen. Das können wir uns nicht leisten. Keine Sorge, wir finden schon eine Lösung. Wir können dir sicher Stiefel abnehmen, das Leder verkaufen, meinte er. Er zieht ein Messer und kommt mit seinem Partner. Wow. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Kommt mit, Freunde. Frei ist gut. Frei ist immer gut. Wenn weder eine Gefahr noch eine Gefährlichkeit vorhanden ist, wird zu Beginn des Kampfes ein Zufallsbereich auf der Initiativleiste ausgewählt. Wie bei Gefahren und Gefälligkeiten werden Kämpfer, die in diesem Bereich landen, anvisiert und getroffen, wenn er den Anfang der Initiativleiste erreicht. Zufallsbereiche können von allen Kämpfern einschließlich deinen Gegnern Vorteile erschaffen. Und glücklicherweise gibt es verschiedene Champions wie Braum, die andere Kämpfer mit ihren Fähigkeiten auf die Initiativleiste in den Zufallsbereich hinein und wieder hinaus bewegen können. Jeder Kampf bietet dir Herausforderungen und Gelegenheiten. Nutze sie voll aus. Das war's! Netter Versuch. Also wenn ich ein Schild hätte wie eine Tür oder wie ein Hausdach, da würde ich auch nicht versuchen, da hinzugehen. Aber okay, mach mal. Zieht 3 Runden lang Angriffe aus sich, hat keine Erholungszeit. Was hat er in der Lane? So, hat er magischen Schaden. Hm? Gewährt allen Verbündeten ein Schild. Mit allen Gegnern 46 Schaden zu. Strengt euch mir an. Bauen wir erstmal Überladung auf, würde ich sagen. Was ist das hier? Achso, das ist dieses Tanky-Ding. Wow. Mehr habt ihr nicht zu bieten? Sie alle gleich auf den Braum einschlagen. Unglaublich. Da müssen wir ja wohl mal hier so. Ja, da eh. Ach, das mit den Lanes vergesse ich andauernd. Die erste Lektion. Wow. Oh. Und dann kriegst du so ein Schild ins Gesicht. Ich zeige euch den Weg. Sehr freundlich. Könnten natürlich und mal ein bisschen schlauer agieren, indem man gleich zum Anfang einfach ein Schild zaubert, weniger Schaden kriegen. Machen wir auch mal wieder ein bisschen Damage, sonst ist da geht der Kampf noch bis morgen.
Wir müssen mal gucken. Mein Schild hält stand. Den Heil, den wir reinschmeißen. Das macht Spaß! Du bist mein Schild. Hält bald nicht so viel, ne, mit der Tempolane. Naja. Leben. Erstmal betäubt, so muss das. Dann kann er auch nicht mehr ausweichen. Du bist kleiner als mein Götze. Das war jetzt auch nicht sehr schlau. Nein, das ist soll ich erstmal hin. Freunde zu haben. Das ist aber nicht so viel, ne? Der halt der immer in der richtigen Lane drin da. Macht da irgendwas falsch? Freunde, guter Kampf. Sieg. Naja. Ach, ich muss noch die Dinge auswählen bei ihr. Das habe ich ganz vergessen. Wird doch einen neuen Skill gekriegt. Warte mal. Fähigkeiten. Der hat 2 verbleibende Aufwertungspunkte. Die einen. Hab ich ganz vergessen? Aufführungslauf lang, aber erhöht die Grundheilung auf 72. Erhöhen. So, und er. Und das da. Dem ersten Angreifer 6 Schaden zu. Generiert Überladung, das klingt doch gut. Wir probieren mal ein bisschen rum, wir können es ja notfalls ändern. Wir haben aber noch eine. Was ist das denn hier? Möchten Sie das Tutorial? Nein. Nein. Was ist das denn? Werte Ausrüstung der Stufe 1 bis 9 auf ungewöhnlich selten Aufwertung benötigt. 100% aller Materialien. Oh.
Da sollte man am Anfang gar nicht mit rumspielen. Oh. Wir testen das einfach mal. Ja. Was ist jetzt passiert? Ich habe mein Schild aufgewertet. Als ist es selten geworden. Ah, okay, man hat sozusagen den Effekt und mehr wahrscheinlich bessere Werte drauf oder so. Was auch immer. Okay. Wird schon passen. Weißt du gar nicht, ob man da ab und zu mal abspeichern sollte? Du. So, weiter geht's. Ein zufällig in der Gegend. Ja, ja, das sagen sie alle. Was ist das hier? Liegt am Ende dieser Treppe. Okay. Sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Gucken erstmal, was hier noch so ist. Ich will doch nur in das Fass lang. Geh doch weg. Das ist eine Truhe? Durch jeden Krimbelkrams und Gold sammeln. Oh Gott. Komm da nicht ran. Doch jetzt. Ist irgendwie nicht an alles ran hier. Tutorial ansehen. Kaufentränke. Schwacher verbesserter Gruppenheiltrank, okay. Schwacher Gruppenheiltrank. Echt genau nebendran stehen. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Main Quest. Wo wir jetzt jede Truhen. Zirk Bilgewasser. Warte mal. Falsch. Jetzt will er wieder, dass ich zurückgehe. Dies ist toll. Das mögen wir. Markt im Elendsviertel. Wo muss man denn hin? Verlassene Lagerhalle, Hafendocks, Erdgeschoss. Dann ist auf jeden Fall noch eine Kiste, das und eine Kiste. War das nicht hier mit dem Anwesen? Nee. Bin ich denn jetzt? Bin noch immer auf der Straße. Das heißt, ich muss dann durch den Tunnel hier durch. Soll da irgendwie wieder hoch?
Das sehe ich das jetzt. Hier, Richtung Markt im Elendsviertel, doch. Oder ich gehe einfach mal da. Warte mal, muss ich da lang? Ich glaube, ich bin falsch gelatscht. Das ist keine Wegführung. Das ist einfach nur, hier geht's durch die nächste Geschichte. Nee. Hab mich da ein bisschen irreleiten lassen gerade. Die Quest vielleicht auch anheften? Buch. Das ist sehr ein bisschen unübersichtlich. Das kann man eh nicht anheften. Okay, geht nicht. Geht nicht. So, rein theoretisch müsste es da oben sein. Das ist richtig auf der Map gesehen, aber auf der Hauptmap. Obwohl, das sieht anders aus, ne? Nee, ist es nicht. Falsch. Wer grummelt denn dann schon wieder? Ein Tetri. Hi. Nee, ich glaube, ich muss doch zum Markt in Elendsviertel und dann unten raus. Na? Meister der Tetriadorchen. How much is the fish? Oh ja, ich scheine hier richtig zu sein. Jetzt bloß noch nicht so ganz. Billigwasser ist eine Bergkette aus Schiffen und Häusern. Wie eine Bergkette. Achso. Es zieht sich hin, soweit das Auge reicht. Man muss sich erst dran gewöhnen. Auch hier kann man sich heimisch fühlen, wie überall anders auch. Sarah Fortunes Anwesen erreicht man mit dem Aufzug in diese Richtung. Wie matschig der Fisch ist? Doch sehen wir uns erst die Waren auf dem Markt an. Du hattest nur einen Vorgeschmack auf die Gefahren von Billigwasser. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns darauf vorbereiten, was noch kommt. Ja, das war nur das Tutorial. Unterhalten. Ich habe keine Zeit zum Quatschen, muss Kanonen flicken und Entermesser schärfen. Aber danke der Nachfrage. Die Leute hier in der Gegend, also die schlitzen dich lieber auf und klauen dir den Geldbeutel, statt es mit dir zu reden. Das ist natürlich nicht so gut. Möchtest du das Tutorial ansehen? Nein. Aber danke, das ist nett, dass du immer wieder fragst, liebes Spiel. Götze des Fischhändlers. Götze, die den Kunst des Angelns feiert. Was? Würde sie verbessern? Grazie, Sunny, grazie. Würde sie verbessern? Würde ihn verbessern? Aber ich kaufe doch nichts. Warum soll ich was kaufen? Bin ich verrückt? Gib doch kein Geld aus. Ich klau lieber Zeug. Beim Spielen zu sehen. Musik regt den Geist an und versetzt den Körper in Bewegung. Sie geht direkt ins Herz. Endlich, ein Musikliebhaber, der mich versteht. Ja. Ich verstehe dich auch.
Irgendwann. Mehr? Kaufen Schmuck, kaufen Verzauberungsmittel, verkaufen. Verkaufen. Alles verkaufen, was ich habe. Auch nicht. Unterhalten können wir uns ja mal. Egal, wo man sieht, alles in Helsmagie, man muss sie nur zu entdecken wissen. Der Brunnen der Schlangenmutter zum Beispiel. Angeblich soll er Träume in Erfüllung gehen lassen. Natürlich war ich noch nicht selbst dort. Zu viel zu tun. Zauberkunstbedarf. Ah ja, da kriegt man dann diese ganzen Sachen, wo man dafür braucht. Schmuck hier. Ring des Wächters. Gruppeninfo. Ausdauer ist aber minus. Schlangen, er braucht Ausdauererhöhung, weil er ist ja der Ausdauermensch. Das ist natürlich ein schönes Dingchen hier für ihn. Aber wir lassen das lieber droppen, ne? Wir lassen es lieber dropsen. Bisschen Lektüre. Die große Saphili, der große Saphilitraub. Orlief, du Schuf. Das Abonnett, das du mir verkauft hast, funktioniert nicht wie versprochen. Die Dame war eine Woche lang überwältigt vor Liebe, doch daraus wurde nicht die Art Langzeitbeziehung, die du mir garantiert hast. Ich habe das Amulett im Keller vergraben, um sie von seiner Wirkung zu befreien. Aber jetzt verdächtigt sie mich und alles ist ruiniert. Das wirst du mir bezahlen. Das wirst du mir bezahlen, in Blut. Außerdem werde ich deine Ziele über deinen geplanten Diebstahl in Kenntnis setzen. Wenn du irgendwo in der Nähe des Saphilit-Gewölbes gesehen wirst, schießt dir die Simago-Familie eine Kugel in den glänzenden Schädel. Und wenn sie es nicht schaffen, werde ich es selbst tun. Mein Gehirn ist die angemessene Bezahlung für meine verlorene Ehre. Ehre, nicht Elle. Wutentbrannt, Graf Rangipas von Lindholz. Lilholz. Jesus, lesen müssen wir können. So. Müsste irgendwo noch... Ist das hier? Die Gondeln sind ein effizientes Verkehrsmittel, um sich schnell in Billigwasser fortzubewegen. Das System wird momentan gewartet. Bitte komm später wieder. Ja, war ja klar. Wenn der Krimi wegfahren will, dann ist alles kaputt. Ne? Ist immer so. So, ja, dann gehen wir mal weiter, ne? Könnten natürlich auch mal mit, ist null? Null. Ein bisschen Heilung wirken auf die Truller da. Mir schon ganz gewaltig ein bisschen Schaden gekriegt hier. Was ist das? Tür ist verschlossen. Das habe ich doch tatsächlich ein Fass übersehen. Geh mal weg da, Lady. Saphilit-Pulver. Ist, glaube ich, der Aufzug. Genau. Das ist schon schön gemacht. Das gefällt mir. Also grafisch schon. Gefällt. Spielerische Story ist... Ja. Ist auch sehr gut. Sprachausgabe passt. Kampfgeschick muss ich nochmal üben. Mit den ganzen Lanes. Oh, das kriege ich auch noch hin. So, wo dürfen wir jetzt hin? Barons Ruhe. Fortuna. Oh, na, dann gehen wir mal Richtung Buch. Buch tun an. Oh, hier gibt's Azure. Wir lieben doch den Azure. Freunde, ihr habt meinen Schild. Kritische Trefferchance. Was mit Tentakel hier? Doch keins. Ich spring voll an dem Kram vorbei.
Hallo Labra. Ja, ich find's bisher cool. Mir gefällt's. Wenn du Battle Chasers kennst, kennst du Battle Chasers noch? Das ist genau dasselbe System. Ist halt bloß in der League of Legends Welt. Nichts anderes. Achso, hört er mich dann überhaupt? Endlich Pause. Scheiße. Manchmal ist ein Kampf unvermeidbar. Ui, das hat aber auch nicht reingefetzt. Ich verstehe es auch nicht, Sunny. Die Wahrheit ist hier. Verbesserte kritische Trefferchance. Darauf wollte halt nicht sein. Gut Ding will Weile haben. Zagelümmel, so kennen wir ihn. So kennen und lieben wir ihn. Also ich zumindest. Verbesserte kritische Trefferchance. Bam. Hui, Kalinus. Und es hat gut reingehauen. Jawohl. So geht's. So, nicht anders, mein lieber Freund. Heilt den erstmal wieder hoch. Wieso heilt sie sich denn jetzt hoch? Habe ich jetzt falsch geklickt? Scheiße. Ach, weg. Da habe ich mich wohl verklickert. Ihr habt es versucht. Level up. Was Neues? Oha. Aufwertung. Klasse 2. Fähigkeiten. Würde ich denn die aufwerten? Aufwertungen anzeigen. Ach so.
verstehe. So. Ist den Laden dicht machen. Okay. Ob das jetzt so sinnvoll war, werden wir sehen. Sehen wir dann. Illaoi, prüft eure Göttin eigentlich auch Tiere? Ob sie... Nein. Nein, Nagakaburos prüft keine Tiere. Schade. Braum hat schon ein paar würdige Elnuks getroffen. Okay, dann können sie sich unterhalten. Ein Ort zum Quatschen. So, dann gehen wir mal weiter. Sollte man Heiltrank schlürfen, sehe ich gerade. Und ein Mana. Ja, warte mal, halt falsch. Vollfliege gebracht. Fortune hat unseren Captain getötet. Das können wir nicht einfach so hinnehmen. Schlage vor, wir plündern hier alles und erteilen ihr eine Lektion. Gleich sind wir die reichsten Leute in Billigewasser. Aber wir machen halbe-halbe. Captain Zorn hätte das so gewollt. Ja, oder ich komme dazwischen. Dann wird da nichts draus, Freund Blase. Da haben wir aber ein begeistertes Publikum. Die wollen das Gold für sich haben, aber es gehört der Crew von Captain Thorn. Ne. Oha. Viel Glück und viel Spaß. Eisendarm-Grubenkämpfer. Muss auch mal Nein sagen können, ja. Das sehe ich genauso. Ihr seid nichts. 2 Trefferpunkte. Oh, wow. Das war viel. Hoppla. Und jetzt halt still. Mhm. Hastbonus. Verbesserte Hast. Schild. Glaube ich nie verkehrt. Vor allem, wenn der Dicke dazu. Ja, dachte ich mir fast. Mehr hast du nicht drauf. Wenn Dicky mal zuhaut, sieht's anders aus in der Welt des Schnubbels. Wow. Mit Tentakel, die ich einfach nur habe.
Alter Schwede, der kriegt ja gar keinen Schaden, ey. Was steht denn der aus, ey? Das hat gesessen! Holla, die Waldfee. Der ist weg, aber der, alter Schwede. Oh, oh, der hat ein bisschen Bizeps, würde ich sagen. Holla, die Waldfee. Fünf Lebenspunkte kriegt er abgezogen. Was ist der da drauf? Verringert sämtlich erlittenen Schaden von Angriffen aus der normalen und Tempolane. Ah. Nee, habe ich nicht gelesen. Siehst du? Ist erklärt, warum. Wir müssen in die Schadenslane rein. Ich spüre die Bewegung. Wow. Das war gar nichts. Oh, ja. Tausend Dank. Ja, lesen sollte man als mal. Es hilft. Lesen könnte helfen. Aber du weißt doch, dass Zwerge nicht lesen können, Sunny. Mensch. Wer sich mit mir anlegt, stirbt. Dann ab in die Schadensläden. Bauchblockade? Voll. So, ich habe keinen Mana mehr, ne? 20 Mana, voll süß. Ja, dann machst du halt erstmal so einen drauf hier. Geht eh nicht anders. Eine Erschütterung da drauf Schaden macht, dann sie. Die Zerstörung, Betäubungsimmun. Ich fange gerade erst an. Ja, so lesen ist halt immer so eine Sache. Du bist auf so ein Ding gebrochen, ne? Kann das sein? Testen das mal. Lernt! Jetzt kriegt er Normalschaden. Egal in welcher. Ja, okay. Da sollte man aufpassen. Das kriegen wir hin. Und wenn nicht, habe ich Asani. Zu langsam! Ich erteile meine Lektionen stets mit der Faust. Aber danke, Sunny. So. Wer bist denn du? Ist auch Ärger? Ah, du wurdest bereits erwartet. Miss Fortune hat mir gesagt, ich soll noch die Ausschau halten. Ilaoi, nicht wahr? So, du wirst weitergehen. Sie wartet im Haus auf dich, nimmt diesen Aufzug und begibt dich direkt ins Empfangszimmer, um nicht herumzuschnüffeln. Bist du bereit? Nö. Dann komm wieder, wenn du soweit bist. Ja, ach so. Geht nur. Okay, alles klar. Ja. Dann nehmen wir bereit. Weiter. Ich wollte ja eigentlich noch hier gucken, aber der lässt mich da nicht. Ja. Lass mich noch mal gucken, ob da noch ein paar Schätze rumliegen, Junge. Junger Mann.
Beispiel bessere Mana-Tränke, die mich mal wieder... Also was mich so ein bisschen stört, dass man sogar genau neben den Kisten stehen muss. Manche gar nicht antriggern kann. Das ist so ein bisschen so... Was ist so wieder so meckert auf hohem Niveau? Oder ich stelle mich einfach wieder zu doof an. Kann natürlich auch sein. Eine Kiste. Wacher Mana-Trank. Dann müsste ich jetzt 5 saufen, um den wieder voll zu kriegen. Wieso habe ich denn... Ach, da... Da, das ist Stufe. Das ist die Stückzahl. Ich habe ja ein paar. Na dann, sauf mal. Potente Getränke habe ich einen Erfolg gekriegt. Wow. Es gibt einen Erfolg, potente Getränke. Ich brauche 10 Tränke. Ja dann. Die Dinger sind alle tot. Zu, nicht tot. Wow. Gehen wir mal rein. Juhu. Die Bims. Okay. Wir schauen uns doch einfach mal um hier. Mal sagen. Denn? Haha. Chest. Ach, gesund. Ui. Immer her damit. Nehmen wir alles. Alles, was leuchtet und glitzert, nehmen wir mit. Dann bleibt ja schon. Gehen wir mal rein. Hallo. Guckt sie jetzt auf ihrem Thron? Ne, der Thron ist ja kaputt. Der ist kaputt. Was für ein prächtiges Haus. Wie ein Palast. Aber was ist hier passiert? Etwas Böses ist durch diesen Ort gezogen. Spürst du es? Stillstand. Und Fäulnis. Ilaoi, lang nicht mehr gesehen. Ilaoi. Ich dachte schon, du gehst mir aus dem Weg. Ich war damit beschäftigt, die Harmonie zwischen den Buru und den Bewohnern deiner Stadt aufrechtzuerhalten. Aber das siehst du von deinem Thron aus nicht. Ich verstehe, dass du verärgert bist. Bilgewasser hat sich verändert, seit ich zuständig bin. Nicht nur zum Guten, das gebe ich zu. Vielleicht vergibst du mir nie, dass ich Gangplank getötet habe. Ich weiß, dass zwischen euch mal was war. Aber vielleicht verstehst du inzwischen, warum es nicht anders ging. Sprich mit mir. Ich möchte, dass wir uns vertragen. Ich bin nicht blind, Sarah. Du hast mich nicht gerufen, um unsere Differenzen beizulegen. Etwas Schreckliches ist hier passiert. Du wurdest angegriffen. Es waren Nebelgänger. Sie haben meine Leute umgebracht. Letztes Mal wurde die Stadt vom schwarzen Nebel heimgesucht. Aber dieser Angriff galt mir. Du wirkst nicht überrascht. Die Göttin hat mir eine Vision geschickt. Der schwarze Nebel. Er sammelt sich auf den Schatteninseln und wird stärker. Umhüllt die Welt. Eine Vision? Ich habe keine Zeit für die Rätsel deiner Göttin, Ilaoi. Nebelgänger haben mein Hauptquartier überfallen und meine besten Männer getötet. Raven wäre fast gestorben. Unterschätz mich nicht, Ilaoi. Ich werde alles tun, dass so etwas nie wieder passiert. Braum hat ebenfalls gegen den Nebel gekämpft. Entschuldigung, wer ist das? Ich bin es, Braum aus Freljord. Stark und dumm. Genau dein Typ, Ilaoi. Braum wurde heute Morgen an Land gespült. Der schwarze Nebel griff ihn an, in der Nähe der Schatteninseln. Aber das hier ist anders. Als wir damals in Grauhafen die Graunacht beendeten, dachten wir, die Sache wäre erledigt. Und wenn wir uns geirrt haben?
Wir? Du bist doch jetzt die selbsternannte Herrscherin von Bilgewasser. Warum soll ich dir helfen? Ich dachte, das wäre klar. Ich gebe alles, um meine Stadt zu retten und die Crew zu beschützen. Um die Anführerin zu sein, die Bilgewasser braucht. Aber dafür brauche ich verdammt nochmal deine Hilfe. Ich kann nicht selbst nach Grauhaven. Ich muss die Verwundeten versorgen und die Stadt sichern. Ich gehe nach Grauhaven, weil ich als Verkünderin der Wahrheit verpflichtet bin, den schwarzen Nebel zu bekämpfen. Und weil ich glaube, dass die Göttin mich schickt. Nicht um dir zu helfen. Wie du willst. Ich bin dir jedenfalls dankbar. Falls du oder dein attraktiver Freund was herausfinden, lasst es mich wissen. Ja. Ich kann halt mit den Charakteren gar nichts anfangen. Ich hab das nie gespielt, kaum gesehen. Was für eine aufgeweckte junge Frau. Vorsicht. Sarah überlegt noch, ob Bilgewasser Frieden braucht. Das ist trotzdem sehr cool gemacht bisher. Oder eine eiserne Faust. Bisher stinkt ihre Gerechtigkeit nur nach Schießpulver und Blut. Eine interessante Mischung. Wir stellen in Grauhaven Nachforschungen an. Falls der schwarze Nebel zurückgekehrt ist, vertreibe ich ihn erneut. Aber nur falls. Unterdessen in Grauhaven. Was machen wir überhaupt in Grauhaven? Der Ort ist verflucht. Wir sollten nicht hier sein. Hörte, Malik hat ein Treffen. Mit Gangplank. Seiner Leiche vielleicht. Fortune hat ihn auf seinem Schiff lebendig verbrannt. Jeder weiß das. Und uns blüht Schlimmeres. Das Lustige an Grauhaven ist, manchmal kehren die Toten zurück. Ich frage mich, du auch? Lass den Jungen in Ruhe, Gangplank. Du warst lange Zeit fort. Und du brauchst jeden Mann, den du kriegen kannst. Männer bringen mir meine Stadt nicht zurück. Fortune hat überlebt. Die Dinger, die du geschickt hast, haben bloß Öl ins Feuer gegossen. Machten sie nur noch gefährlicher. Das war nur ein Vorgeschmack auf die Zukunft. Hast du, worum ich dich bat? Ich hab alles da. Aber was willst du mit dem alten Krempel? Du hast ja keine Ahnung, was du vor dir hast. Diese Buhu-Artefakte sind die Schlüssel zum Königreich. Ja, klar. Hoffentlich überleben wir lang genug, um zu sehen, was du geplant hast. Ruhig, meine Arbeit ist fast getan. Nach meiner Rückkehr kontrolliere ich den schwarzen Nebel. Wir nehmen Captain Fortune meine Stadt wieder ab. Unterscheidet der Nebel zwischen Freund und Feind? Das ist nicht nötig. Trag das um deinen Hals. Deine Männer sollen nahe bleiben. Macht keine Dummheiten. Dann lässt euch der Nebel von Grauhaven in Ruhe. Hey, wenn du dorthin zurückgehst, brauchst du das dringender als ich. Ha, nicht mehr. Ein Tribut an die bärtige Dame. Zur Sicherheit. Bilgewasser gehört mir, lebendig oder tot. Das ist meine Bestimmung. Aber um jemals wieder auf dem Thron zu sitzen, hält sich mein Verbündeter besser an seinen Teil der Abmachung. So viel zu, er ist tot. Das ist also Bilgewasser. Ah, jetzt weiß ich, wozu du eine Leibwache brauchst. Es ist anders als Ionia, aber es ist so bunt. Man kann das Salz in der Luft schmecken. Ja, die alles ist von Gischt überzogen. Das ist keine Gischt. Pass auf, wo du hintrittst. Was du auch zu erledigen hast, es geht hoffentlich schnell. Auch wenn man die Charaktere nicht kennt. Mein Kontakt ist leicht zu finden. Dein Kontakt? Wer soll das sein?
Ein Händler. Mehr erfährst du, wenn es soweit ist. Ich weiß gerne vorher, worauf ich mich einlasse. Und ich kann dich nicht beschützen, wenn du mir grundlegende Dinge wie deine Identität oder unser Ziel verheimlichst. Du wirkst nervös. Fliehst du vor jemandem? Bei unserem Treffen wolltest du ziemlich schnell weg aus Ionia. Pass auf, sag mir, wer du bist, dann sage ich dir vielleicht, warum ich es verlassen habe. Du hast alle nötigen Informationen, Schwertkämpfer, und wurdest im Voraus bezahlt. Aber unsere Wege können sich hier auch trennen. Hast du wenigstens einen Namen? Schön. Gehen wir. Ich kannte nur Garen, Darius und Lux. Also würde ich... Keine Ahnung, ich kenne gar keinen. Glaube ich ein, zweimal so immer so 5 bis 10 Minuten mal einen LOL-Streamer zugeguckt. Hey, was du, noch bist du der Händler, der mit Vastaya-Artefakten handelt? Psst, nicht so laut. Das ist streng vertraulich. Willst du etwas kaufen? Wenn du von den Artefakten weißt, bist du bestimmt eine Sammlerin. Es heißt, du verkaufst Sonnensteine vom Vesani-Stamm. Manchmal. Diese Vastaya sind längst ausgestorben. Ihre Sonnensteine sind sehr selten. Ich habe aber letztens einen verkauft. Wer war der Käufer? Den Namen kann ich leider nicht nennen. Geschäftsgeheimnis. Sag's ihr einfach. Ist leichter für uns beide. Aber, kein Grund zur Gewalt. Du darfst mir den Namen ruhig verraten. Der Kunde, der Mann genannt Malik von den Widerhaken, er sagte, er wolle nach Grauhafen. Grauhafen? Ist das in der Nähe? Der Ort ist verflucht. Nur Verrückte gehen dorthin. Was ist ein Widerhaken? Gangplanks, alte Crew. Hab nicht mal Angst vor Sarah Fortune. Die willst du nicht verärgern. Und ich auch nicht. Lass mich in Ruhe. Du suchst also ein uraltes Relikt. Das hättest du mir einfach sagen können. Du hast es zur rechten Zeit erfahren, wie ich es dir gesagt habe. Diese Straßen sind nachts gefährlich. Wir sollten uns einen Schlafplatz suchen. Es ist aber trotzdem gut, dass man die Charaktere nicht kennt, blickt man gut durch mit der Story. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das haben sie auf jeden Fall gut hinbekommen. Ah. Zahlt ihr den Stundenpreis, oder? 2 Zimmer für die Nacht. Sicher? 1 Zimmer reicht. Sind das noxialische Münzen? Die sind hier nichts wert. Wir nehmen nur Silberschlangen, keine Ausnahmen. Das ist aber das einzige Geld, das wir haben. Nicht mein Problem. Geht mit eurem wertlosen Geld woanders hin. Bist du sicher? Wie sie jeden bezaubert. Geil. Sieh genauer hin. Oh, welch seltene Münzen. Wie großzügig. Sucht euch ein Zimmer aus. Zum Zauber wäre was für den Grimmi. Gehe ich zur Bank. Ich habe eigentlich nur 10 Euro drauf. Hätte aber gern 100.000 Euro abgehoben. Ist doch kein Lasst Problem, es oder? Euch gut gehen. Danke. So kann man auch Leute veralbern. Geil. Du gibst einen hervorragenden Leibwächter ab. Ich weiß nicht, ob du einen brauchst. Was war das eben für ein Trick? Trick? Das mit dem Händler und dem Gastwirt. Treib keine Spielchen mit mir. Ist das wichtig? Dank meiner Talente haben wir, was wir brauchen. Aber ich bin ein Mensch und du... Du bist eine Vastaya. Ich wusste, dass ich es nicht ewig verbergen kann. Ich habe einige Vastaya-Krieger getroffen, mit Federn, Fell und so weiter, aber keinen mit deinen Talenten.
Ich bin die Letzte meines Stammes, der Vesani. Ich verbringe wenig Zeit mit Menschen. Seit wir in Ionia an Bord gingen, war ich seit 100 Jahren nicht mehr so lange unter Menschen. 100 Jahre sind ein Augenblick für deine Art. Nun, wenn man allein ist, fühlt es sich länger an. Hör zu, du magst eine Vastaya mit starker Magie sein, aber ich habe etwas versprochen. Ich will dir helfen. Wenn ich irgendwas tun kann, um dich zu beschützen, kannst du auf mich zählen. Aber du musst mir sagen, was Sache ist. Ich spüre einen Schmerz hinter deinen Worten. Etwas lastet auf deinem Herzen. Du brauchst diesen Auftrag mehr, als ich dachte. Ist das auch eins deiner Talente? Eins von vielen. Ich heiße Yasuo. Nenn mich doch Ari. 100 Jahre erscheinen einem länger, wenn man allein ist. Du bist viel schöner als jede Blume. Bitte, geh jetzt. Meine Magie, ich kann sie nicht kontrollieren. Mir egal. Ich bin dein. Nein. Was bin ich? Ein Monster. Ich verliere die Kontrolle. Ich muss bald etwas essen. Ich hätte nie mit Yasuo reisen sollen. Es ist so lange her, dass ich unter Menschen war. Seine Gefühle, seine Erinnerungen. Ich darf diesem Hunger nicht nachgeben. Alleine ist es sicherer. Außerdem hätte ich ihn sowieso irgendwann verlassen. Die Geheimnisse, die ich suche, sind nur für mich bestimmt. Ja, nice. Ah. Sie ist allein nach Grauhafen? Verdammt, habe ich was Falsches gesagt. Wenn ich sofort aufbreche, finde ich sie vielleicht. Ich werde diesmal nicht versagen. Sie wird nicht sterben. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, ja. Geht mir genauso. Apropos, ich habe Hunger. Ja, Leute. Das war's dann aber heute auch schon. Das Ganze werden wir wahrscheinlich am Mittwoch fortsetzen. Ziemlich geiles Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber da ich heute Morgen schon ein bisschen was gemacht habe,